Was denken Sie denn, ist eine Partei, wo der Uwe sein Kreuz machen könnte? Na, ich würde natürlich hoffen, dass er für die SPD stimmt. Das würde ich schon hoffen. Und sehen Sie denn bei ihm noch andere Tendenzen, oder? Naja, gut, mit diesem, dass manche Leute kein Geld bekommen, sondern lieber verhungern sollen. Nee, das natürlich habe ich nicht gesagt. Die super progressive Ich finde, dass Position. Es möglich ist in der Gesellschaft, dass sich jeder sein Brot selber verdient und selber sein Brot sucht. Ne? Gut, und dann, ja, also das, ja, gut, also diese Sache, dass man Leute verhungern lässt, finde ich jetzt nicht so eine... Ist nicht so eine ja, aber ich will ja keinen verhungern lassen. Ich finde nur, jeder soll sein Brot selber suchen. Ja, was ist mit denen, die ihr Brot selber nicht finden? Ja, wo soll man denn das Brot nicht finden? Das ist wirklich einfach. Also, zumindest wenn man lesen kann, guck mal, Bäckerei, B-E-C-K-E-R-E-I, ne? So, ja, dann gut, ist Brot. Ja, kriegt man ja nicht umsonst Brot, wenn man kein Geld hat. Ja, dann geht man halt vorher am Kreuzberg Autoscheiben waschen, wenn die Ampel rot ist, ne? Machen 1000 Punker jeden Tag. Ja, machen Leute, aber ich finde auch, die Leute, die es nicht machen, müssen das Recht haben zu essen. Das wäre ja genauso, als würde man sagen, ja gut, der Typ will den ganzen Tag in seinem Bett liegen bleiben. Der hat keinen Bock, zur Küche zu gehen und sich ein Brot zu schmieren. Ich finde, jetzt müssen wir Leute abbestellen, die in seine Küche gehen, Brot tragen und ihm in seinen Mund reinstecken. Irgendwas muss man halt machen, um zu essen. Ne? Man muss halt aufstehen und zur Küche gehen und das Brot aus der Brotdose holen. Ne? Und vielleicht kann man auch weiter vorher ansetzen und sagen, damit ich überhaupt Brot in der Brotdose habe, muss ich halt ein bisschen vorher losgehen und das Geld dafür verdienen. Gutes Beispiel, aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn jemand aus irgendwelchen Gründen krank ist und nicht in die Küche gehen kann, dann, ja, gibt, es auch immer, ich ja gar dann gibt es auch sozusagen eine Versorgung. Ja, das finde ich auch okay mit Kranken und so. Ne? Aber die müssen es erstmal nachweisen, dass sie wirklich kein Bein haben oder sowas. Ne? Und nicht dieses, ja, hab ein bisschen Husten und so. Ne? Gut, aber es ist halt, wie gesagt, schon nochmal ein Unterschied, in die Küche gehen und Brot holen und Geld sich organisieren. Genau das Gleiche ist das. Was für ein Machwerk! Da kann ich euch gut verstehen, wenn ihr weitergucken wollt. Und das ist ganz neu, ganz irre bei YouTube, was jetzt passiert. Pass auf, ihr könnt nämlich jetzt, früher musste man selber auf den Leisten suchen, welchen Clip gucke ich jetzt, aber jetzt, ich zeig's euch einfach. Wir können jetzt, ganz neu, ihr könnt jetzt einfach hier raufklicken, direkt im Player hier rauf, da seht ihr den nächsten Clip. Oder ihr könnt hier raufklicken, seht ihr was ganz Neues. Also ähnliche Melodie, aber anderer Song. Und das hier ist der Abonnement-Knopf. Kostet euch nichts. Könnt ihr aber abonnieren, habt ein Abo. Schickt euch immer die Videos frei Haus. Ich mir ausgedacht. Ganz neu bei YouTube, dass ihr das so machen könnt jetzt. Aber ihr müsst euch auch entscheiden. Ich habe die Zeit noch nicht gepachtet.